Ah yeah, Dudes, what's hanging? Dennis ist wieder hier. Ich habe euch wieder mal ein bisschen was von Smash mitgebracht, Und, ich bin übrigens der da gerade richtig schön nach unten gehauen wurde, danke an Duo. Ja, ich, Replays mitgebracht, weil ich bin der Meinung, wenn ich jetzt hingehen würde und ein bisschen For Glory und so zocke, es kommt so oft vor, dass Lags drin sind und so weiter, weißt du? Und ich gebe auch zu, ich bin bisher nicht ganz so geskillt hinzugehen und zu zocken und zu quatschen dabei. Deswegen, und vor allem bei einem Game wie dem hier, ich würde wahrscheinlich einfach nur wahllos durch die Gegend rennen und nur ein paar Standardattacken machen, ey. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ich mache ein paar Replays und kommentiere das ein bisschen für euch so. In dem Sinne ist es ja auch ein Let's Play. Es wurde geplayed auf jeden Fall. Und deswegen, und ja. Jetzt habe ich euch hier ein Duck Hunt Dog oder besser das Duck Hunt Duo mitgebracht, weil Duck Hunt plus Ente gleich Duo, two people. So gut, ey. Ich mag die beiden. Das sind auch so herrliche Leute. Oh, schade. Verloren. Ah, das war die Rache dafür, dass du mich so schnell gekillt hast, Alter. Ausgleichen die Gerechtigkeit, ey. Ah, ja. Wie gesagt, halt, ne? Ja, ne? Replays und so. Ich find das eine gute Möglichkeit. Wie gesagt, ich kann euch ein bisschen flüssigere Matches zeigen und so. Und ein bisschen mehr dazu kommentieren und ein paar Anekdoten nebenbei. So. Find ich ganz gut, ey. Deswegen. Oh, Rob ist so cool, ne? Auch generell dieses Matchup. Halt zwei NES Ikonen, in dem Sinne. Der Troll und das Zubehör. Sau geil. Ich will auch so einen Rob zu Hause haben, ey. Das wäre so cool. Ich will einen neuen haben, Nintendo. Könnt ihr einen neuen machen? Der Amiibo wird mir nicht reichen. So, ich will einen, mit dem ich spielen kann. So. Weil der dann auch wirklich ein guter Partner ist, ey. Oh ja, die Dosen. Herrlich. Sind so anreizend, wenn man damit übertreibt. Aber man kann auch ziemlich schnell gepuncht werden. Das sind gute Fallen, die man aufbauen kann. Oh ja, schön gespammt hier. Duck Hunt ist auch mehr, man versucht. Der war gut gepunished. Man versucht halt hinzugehen und ein bisschen die Leute auf Abstand zu halten. Ein bisschen zu spacen, schön nach hinten. Und dann eben hingehen, reinrennen, versuchen zu killen. So wie da jetzt auch, weiter nach hinten. Guck mal, wie man ihn von der Dings hauen kann. Und wenn man dann hingeht und sich den Gegner in der Luft schnappt, das ist um einiges cooler, als wenn man einfach nur hingeht und nur spammt die ganze Zeit halt. Man kann damit schöne Fallen setzen. Man benutzt sie einfach nur, ja, um sie abzulenken. Finde ich eine gute Sache, ja. Ja, Rob hat natürlich auch seinen Laser dafür, ja. Oh ja, das ist das schicke Hin und Her. Und immer wieder zwischendurch die Tontauben. Ah, oh, verpasst. Ah, oh, ich wollte ihm das nicht gönnen, dass er sich noch rettet. Ich hab's mir gedacht, ey, so. Wäre direkt reingekommen, egal, aber da hat man die Chance ergriffen. er ist sauer. Er will mich weghaben. Erstmal wieder auf Abstand halten. Ah, oh, schick. Schick. Ah, da kann du, ist wie gesagt halt recht schwer, damit Leute zu killen. Einmal halt der Spike nach unten. So, das ist eine gute Sache. Aber wenn dann sein Back Air halt, wenn du dann mit der Ente zustichst in dem Sinne. Und eben die Smash-Attacken, aber die sind. Und ah ja, genau. Der Up-Air. Der ist auch ziemlich gut, Im Grunde sind es schon recht gute Sachen, aber es ist schwierig, sie anzubringen, deswegen. Oh, der war so gut! War so schick. Habt ihr es gesehen? Geht nochmal zurück. Guckt euch das an. Die Dose lag vor mir, als ich hochgekommen bin, durch die Attacke. Ah, auch so gut. Das ist. Oh. So disrespektvoll. und dann dazu dieses herrliche Lachen. Troll. Ja, der Rob-Spieler hat doch nicht gequittet. Der ist hingegangen, der hat nochmal schnell zu Mario geswitcht. Vielleicht war Mario sein Main-Charakter. Ich meine, kommt öfter vor, dass man hingeht und sein Main ja nicht direkt nimmt. Aber wenn man weiß, oh scheiße, es geht dann ins zweite Match und ich wurde gerade öde verprügelt. Direkt auf den Main switchen. Bei mir ist es dann meist Mega Man oder Zero Suit oder eben auch hier Duck Hunt Duas. Das sind so meine drei Mains in dem Sinne. Ich feiere die halt voll. Vor allem, es ist so schön mit der Ente. So cool. Bam. Über deinen Feuerball drüber. Zack. Oben abgefangen. Das ist so cool. Das war auch gut gemacht mit dem Cape.
Sehr schick, ey. Ja. Ja, Dakkan Du macht einfach mega, mega viel Spaß, so. Ist halt immer, immer witzig. Die Fresse, die Attacken, ist schon ziemlich, ziemlich mieser Arsch auch, ey. Wie man ihn aus dem Original-Game kennt, Dakkan. Jedes Mal, wenn du eine Ente verpasst hast, so, lacht der Sack sich kaputt. Und Finisher, schick. Ich dachte schon gerade eben so, war nicht der Finisher und bam. Zack. Ah. Ah ja, Mario kann ich aber auch nicht mehr, ohne Scheiß, ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen, Jungs und Mädels, wisst ihr das? Ja, da nützt ja das Ducken auch nichts. Mario, oh, ich glaube, sind es die Theorien, die man sich reingezogen hat, so wie krank Mario eigentlich wirklich ist? Ich glaube schon, das ist so wie Mickey Mouse, ich meine, beides absolute Ikonen auf ihrem Gebiet. Ich mag sie beide nicht. Es ist so schlimm, so Mario, ey, oh, es ist so... Jaho! Wuhu! Yippie! Keine Ahnung. Wah! Ja! Wuhu! Ah! Er hat mich gerettet und ist dafür draufgegangen. Ist das nicht cool? Von ihm? Danke! Und dafür wirst du ausgelacht, Alter. Disrespect from the dog. Als nächstes nehmen wir uns Samus vor. Ah, der war gut. Der war echt gut. Der hat ein gutes Handling mit der Peitsche gehabt, ey. Also mit dem Grab halt, wenn du in der Luft hingehst und Z drückst, hast du halt noch einen zusätzlichen Angriff. Das ist richtig schick und ich habe auch aufgehört, fällt mir ein, ey, ich habe aufgehört Samus zu spielen. Ich habe Samus eigentlich damals in Smash 1, Melee und ja auch im Brawl. Das war der erste Charakter, mit dem ich Brawl probiert habe und als ich dann gemerkt habe, wie langsam Samus gemacht wurde oder wie langsam Brawl insgesamt war, habe ich aufgehört Samus zu spielen irgendwie und recht schnell dann mich für Zero Suit Samus entschieden, weil die war um einiges cooler, flinker, neu, keine Ahnung. Und ich bin ziemlicher Arsch hier gerade mit den mit den Dosen, aber das bringt's. Auch gerade ein guter Upsmash halt da, schön da reingeswitcht. Und jetzt da, zack, immer schön nach hinten. Er hätte auch mit dem Air-Dodge da durchgehen können. Ah, ich wollte es nochmal versuchen, aber clever, dass er es nicht gemacht hat. Nicht nochmal drauf reinfallen, ja. Oh, schönes, perfektes Schild von mir, ja. Richtig schick. Ah. Schade, kann er nicht nachsetzen. Ne? Ebenfalls wenig. Komm schon. Ah, siehst du, guter Air Dodge, aber dann zack. So, das ist es. So, man täuscht an und man kann dann immer noch hingehen und die Leute damit dann killen. So, weil sie weichen aus. Du zwingst sie zum Ausweichen und greifst sie dir dann einfach weg. Das ist Dakkans Match. Das ist geil gemacht, ey. Auch schon wieder, bam. Ist die eine Kugel auch da gerade eben davon getroffen worden? Die eine Dose? Ich glaube schon, ne? Gibt es eigentlich mehr Schaden? Muss ich mal drauf achten, ey. Ah, das hat nicht funktioniert. So, ihr habt gewusst, was ich wollte, oder? So, werfen in die Dose rein. Schade. Das ist auch eine geile Sache, halt. Hingehen mit dem Wild Gunman. Hinsetzen, die Leute schilden meist und dann einfach hingehen, reinrennen, greifen. Klappt fast immer. Ich frage mich, warum er nicht runtergegangen ist und es versucht hat. Er hätte mich spiken können. So. Okay, er hat auch nur noch das eine Leben und ist schon bei 115%. Kann ich natürlich verstehen, ja. Auch immer gutes Spiel von ihm mit der Dings, mit der Leine. Mit der Leine. Will er mich anleihen. Da, er wollte es durchziehen, ey. Schön nach hinten. Ah, hätte das. Da! Richtig gut. Das muss ich mir abgucken, ey. Das muss ich selber nochmal probieren. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal Samus spielen, ey. Und soll ich dann Dakkan begegnen? So, das ist eine gute Technik, ey. Muss ich mir merken. Ja, war nicht schlecht, wie gesagt. Bam. Wurde bestraft. Ich hab's auch drauf angelegt, ey. Ich gehe auch sehr tief. Sehr tief, ey. Oh, nicht gekriegt, aber... Bam! Doggy Style, Mann! Get slapped with the dog! Ah, oh, herrlich! Sind so süß! Ah, yeah, ein Wario! Sau cool! Wario ist auch so ein Troll! Macht so Spaß auch zu spielen und das ist ein richtig geiles Match gesehen. Ihr habt das gesehen, gegriffen, geschossen, weggeworfen. Sehr cool gemacht. Man kann richtig nette Kombis mit dem Dakkan-Duo machen, ne? Das ist halt alles eine Sache der Abpassung. Zack. Ken. Nein. Oh, Wario, so gut.
ich muss unbedingt mal hingehen. Ich spiele echt viel zu sehr nur mit 3-4 Charakteren. Und ich lasse viel zu viele außen vor und BÄM! Ja, so geil. Also das ist eben, du hast auf Wario das Momentum halt, du bist auf dem Motorrad erstmal gefangen, so ungefähr, bis du dann wirklich nach vorne preschen kannst. Und das kam mir zu Genüge. Wie auch immer. Get wrecked. Ah, ich glaube, er einen Footstool versucht hat, ey. Das ist nämlich auch fies. Ah ja, genau, das. Ja, genau. Das Kriechen. Ehrlich. Ah, sehr geil. Mein Gunman hat mich aus dem Griff da und müsste halt aus dem Neutral B von ihm befreien. Super gut. Man hat echt viele Möglichkeiten. Dadurch, dass Duck Hunt eben echt so viel Scheiße hat. Da auch werfen, zack. Hätte er nicht geschildert, getroffen. Aber dafür wird er auch gehasst, ohne Ende. Von wegen, yeah, man geht nur hin und spammt und hier und da Dose und viel zu viel Scheiße, ist voll Kacke. Ich finde, wer noch beschissener ist, sind die Links. Ich hasse Link in 4 Glory, weil es gibt so viele, die einfach nur hingehen und Pfeile und Bomben und Boomerang und solche Spammer-Assis, das ist richtig, richtig langweilig. Ich meine, ja, okay, es ist Teil des Spiels, aber man kann es auch übertreiben. So, deswegen. Ah, nicht gestorben. Der Hund hält sich. Wacker. Und, oh, Psych Out! Ah, oh, zu schade. Hat er wahrscheinlich Angst gehabt, dass ich ihn noch irgendwie treffe, so ist er dann halt zu weit links gegangen. Schade für dich, Wario, ey. Hier haben wir auch noch wieder jemanden, den ich, boah, schon ewig nicht mehr angerührt habe. Wii Fit Trainer, Wii Fit Trainerin. Ich fand die immer ganz cool so zu spielen irgendwie, aber auf lange Sicht gesehen, da muss ich sagen, ist mir zu lame vom Aussehen und so her so. Ich meine, zieht euch Duck Hunt rein, wie cool und süß die sind. Das ist so geil, das macht so Spaß mit denen zu spielen. Und gegenwind der Trainer oder Trainerin ein bisschen blank und langweilig auf mich. Hat coole Moves. Richtig gut. Sakurai hat das so gut gemacht, halt, das da einzufügen. Und, oh, hat es gesehen? Ich bin unten drunter hergekommen, ja. Ist vielleicht auch. Bin ich da gekrochen? Kann sein, ja. Das macht Duck Hunt auf jeden Fall schon mal wieder um einiges cooler. Und bam! Nichts mit Ausruhen hier. Und der Taunt. Ah. Er hat mich auch schick erwischt mit dem Fuß, ey. Das sah auch gut aus, ey. Nee, das. Hätte ich wissen müssen, ich war viel zu weit weg. Immerhin bin ich dem Smash ausgewichen, ne? Nee, nee. Der arme Mexikaner, ey. Ich weiß, wie ich meine Opfer hier hinstelle und positioniere. Nicht, dass alle Mexikaner Opfer sind, Leute, ne? Da, oh, schon wieder. Habt ihr den Trick gesehen, den ich versucht hatte mit der Dose? Halt anschießen lassen und dann nochmal nachtreten, so? Schon ganz cool, ja. Ich frage mich, warum ich da nicht für einen Spike runtergegangen bin. Ah, okay. Man kann nicht immer alles haben. Ah, oh, der Revert. Shit. Ah, haha, nichts da. Wenn ich das schon nicht machen darf, dann du auch nicht. Die Sache ist auch, habe ich hier, glaube ich, gar nicht benutzt, ne? Wenn man hingeht, man kann die Dose halt rausholen. Und dann einfach hingehen und rollen oder sonst irgendwie. Ja, halt, ja, eigentlich rollen. Hauptsache, du gehst nicht hin und betätigst den Stick dann nur so nochmal, um Side B zu machen. Aber dann kannst du die Dose während des Rollens bewegen. Das ist auch wieder, muss ich viel mehr einarbeiten. Und das war ein guter Smash. Respekt, Respekt, auf jeden Fall. Okay, mal sehen, ob wir noch ein bisschen was reinkloppen können hier. Ich hoffe doch. Aber schon wieder den Scheiß? Nichts da. Ja, schick die Dose ausgewichen. Nein, auf keinen Sinn. Ja, Front Throw. Nichts da. Bam, gespiked. Und den Trollololo. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich war Dennis, Pistensen, haut mir rein.